ist jetzt eine Marionette und zwar ist das die Rosalka. Das ist eine Oper von Dvorak. Die Geschichte von der kleinen Meerjungfrau als Nixe, die sich wünscht, ein Mensch zu werden, weil sie sich in den Prinzen verliebt hat und geht eben zur Hexe und lässt sich Beine zaubern. Das hat natürlich auch seinen Preis, nämlich die Stimme. Sie ist dann also stumm und hat Beine und wenn sie das erste Mal auftritt, da wird sie nackt sein, so wie sie hier liegt. Und das hat natürlich beim Figurenbau dann ganz besondere Anforderungen gehabt. Und da sind jetzt relativ viele doch recht komplizierte Gelenke eingebaut, sodass sie sich eben doch recht organisch bewegen kann. Es sind jetzt natürlich noch keine Fäden dran und so, aber man kann schon sehen, da ist halt allein im Rumpf relativ viel möglich. Und sind im Grunde alle Gelenke so gebaut, wie sie beim Menschen auch sind. Und deswegen können sie sich auch so bewegen, wie der menschliche Körper sich eben bewegen kann.